Hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Super Mario Odyssey. Wir sind hier gerade in der Strandwelt. Ich habe keine Ahnung, wie die Welt heißt, aber wir stehen hier gerade am Fuß des Leuchtturms, den ich mir unbedingt in dieser Folge mal anschauen will. Es sieht sehr interessant aus. Was ist das eigentlich für eine Form für einen Leuchtturm? Keine Ahnung. Wie kommen wir da hoch, ist jetzt natürlich die Frage. Ich will auf jeden Fall hier erstmal rein und die lila Muscheln holen. Komm. Die dritte auch noch so. Wunderbar. Der Eingang des Leuchtturms befindet sich etwas weiter in diese Richtung. Ah, wir müssen unterirdisch. Oh, so viele Münzen. Wir müssen also unterirdisch in den Leuchtturm rein. Auch cool. Auch cool. Jetzt bin ich mal... die sind ein bisschen fies. Nein. Ah, so knapp. Ich dachte, ich komme da noch drüber. Och, nö. Um auf den Leuchtturm zu kommen, musst du erst durch diese Tunnel. Moment, ich habe da gerade was im Bild. So, jetzt. Musste ganz kurz... Nein, ich will schon die Münzen haben. Okay, die kriege ich nicht mehr. Da muss ich jetzt wahrscheinlich wieder... Ah, nee. Ich dachte, das ist vielleicht wie in der Unterwasserwelt, dass ich mich da voll beeilen muss, um runterzukommen, weil es von der Zeit sehr eng bemessen ist. Ist es glücklicherweise nicht. Ich hätte mir einfach... Ich kann mir doch einfach... Ich bin blöd. Mitdenken, Dumdaro. Cheep, cheep und ab geht die wilde Fahrt. Hui! So. Nein. Alle... Ach, was zum... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Moränen. Ich wollte eigentlich nur... Nein, Y ist nach unten. Ah, B ist nach oben. Hui! Nein, Y ist nach unten. B ist nach oben. Oh. Okay, neuer Versuch, neues Glück. Nein, Mario, bitte. Wirf deinen Hut, wenn ich Y drücke. Was anderes erwarte ich überhaupt nicht von dir. Schnapp dir jetzt einen Cheep Cheep! Meine Güte, ist das denn so schwer? So, jetzt. So. Jetzt haben wir auch ein paar mehr Leben. Jetzt sollte das nicht mehr... Ich muss ganz kurz... Okay, das ist nach oben. Das ist nach oben. Das ist nach oben. Das ist nach unten. Nach unten, lila Münzen. Lila Münzen, habe ich gesagt. Wundervoll. Oder hat es da gerade eben... Nee, es sah so aus, als ob es da so leuchtet, dass da... Nein! Wie fies ist das denn? Ich will doch nur die Münzen. Glänzt hier irgendwas? Ich bin die ganze Zeit am Gucken, ob hier vielleicht irgendwas glänzt, dass da irgendwo ein Mond versteckt ist. Scheint aber nicht zu sein. So. Jetzt geht's durch die Röhre in den Leuchtturm rein. Nein, auf den Leuchtturm drauf. Ah, Leuchtturm. Schade, ich dachte echt, da gibt's noch irgendwie, einen Innenraum im Leuchtturm wie im Rathaus. Das wäre cool gewesen. Das Siegel des Leuchtturms, Siegel Nummer 3. Wir müssen dran denken, 10 Monde brauchen wir, um weiterzukommen. Wobei, wenn wir den Riesen-Oktopus da besiegen, kriegen wir vermutlich auch noch einen Multimond und danach spawnen ja auch nochmal ganz viele neue. Nur noch eine Fontäne auf den... lass uns auch den letzten Korken ploppen. Die Frage ist natürlich, wo ist der letzte Korken? Da drüben, direkt an der Odyssee. Da hinten ist nur eine Fahne. Ich wollte auf jeden Fall noch zum anderen Shop. Das ist auch, das ist sogar ein Haus. Warum war ich noch nicht in dem Haus? Ich war ja da drüben noch gar nicht in dem Gebiet. Alter Schwede, da habe ich ja voll viel verpasst. Was habe ich denn gemacht? Dass ich das komplett ignoriert habe. War sogar mit Beachvolleyball.
cool. Ein Shop auf dem Rücken unserer Dory. Was für eine fulminante Idee. Wie viele Dorys gibt's denn? Nein, ich will mit dir reden. Willkommen an Bord. Wir haben geniale neue Artikel bekommen. Oh mein Gott, ja bitte. Habt ihr dieses Outfit gesehen? Gib mir dieses Outfit. Ja, her damit. Gleich anziehen, ja natürlich. Ich will das haben, jetzt sofort. Jetzt sofort anziehen, danke. Oh mein Gott. Ja! Ja! It's me, Piraten Mario! Echo! Piratio! Quasi. So. Schnapp ich mir mal hier, was es hier alles gibt. Da gibt's hier irgendwo unsichtbare Blöcke. Irgendwie muss man ja da hochkommen. Da oben sind ja lila Münzen. Mario, ich will, dass du da um. Dann halte ich wenigstens. Dann halte ich wenigstens daran fest, danke. Wie hoch sind die denn? Oh, schon hoch. Warum ist da der Mond? Ist doch tagsüber. Da sind auf jeden Fall noch lila Münzen, die ich mir gleich schnappen werde. Hopp, hopp, gib her. 52 Hammer, sehr schön. Dann schaue ich mich mal hier ein bisschen um. Was haben wir denn hier übersehen? Beziehungsweise verpasst. Wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Ah, ich bin so blöd. Natürlich. Gekonnt übersehen. Wie konnte ich denn diese Blume übersehen? Dumdaro wieder, alter Schwede. Notenjagd auf der Meeresoberfläche. Danke. Nein, ich wollte dich eigentlich nur als Abkürzung da rübernehmen. Um zur Rakete zu kommen. Na, ich. Habt ihr gesehen, wie sneaky ich da abgekürzt habe? Beziehungsweise ich glaube, man kommt nur so an die Rakete. Das kann natürlich auch sein. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Mario, kletter bitte hoch. Danke. Da ist doch garantiert irgendwo was versteckt, oder? Nichts versteckt. Also hier kann man ja echt super Sachen verstecken. Von daher weiß ich nicht, warum man hier nichts verstecken, Mario. Warum man hier nichts verstecken sollte. Vermutlich werde ich es einfach nur nicht finden. Nein, das macht auch bei der Berührung Schaden. Uncool. Wenn die gleich aus dem Weg geräumt. Wie weit kann ich hier denn? Okay, gut. Da komme ich einfach durch. Da ist auch eins. Aufpassen. Wunderbar. Und da ist schon unser Mond. Und da da ein Mond ist, kriegen wir unsere Leben auch wieder aufgefüllt. Super. Nice. Gut, und Abmarsch. Ui. Ich finde, es sieht so geil aus, wenn die Rakete da diesen Bogen fliegt. Oh. Weiß nicht, ich glaube, es ist schon
seit Breath of the Wild her, dass ich das letzte Mal im Spiel so viel Spaß hatte. Alter Schwede. Ah, es ist schon ein super Spiel. Man kann den Blubberstrand nicht umfassend genießen, wenn man keine entspannte Mode trägt. Du bist leider nicht für einen entspannten Tag am... Arr, ich bin der entspannteste Pirat in ganz... Land, Land. So, wo war jetzt? Da oben ist das letzte. Da muss ich wohl mit so einem Tier rauf. Okay, so geht das. Gut, her mit dem Mond. Dankeschön. Da-da-da! Das Siegel der Steinsäule, das wir gleich auch aus dem Weg räumen werden. Klirr! Noch nicht? Jetzt. Klirr! Und Mario ist es. Wow! Wow! Mein Spitzname ist die Kompetenz. Ich sehe da übrigens noch einen Mond. Ich habe da noch einen Mond gesehen. Bonk! Oh, er sieht sehr wütend aus. No, bonjour! Famos, es ist Zeit, dass wir uns das Edelwasser zurückholen. Nein, ich wollte mir den gerade schnappen. Ah, und ich weiß auch schon, wie das funktioniert, glaube ich. Ich bezweifle nämlich, dass er auf seiner Lava-Birne Wasser mag. Nicht wahr? Das ist schwer zu treffen. Der bewegt sich so viel. Hör auf, dich so viel zu bewegen. Hör auf, dich so viel zu bewegen. Ach, der bewegt sich so viel. Du musst zu seinem... Ja, ich weiß, dass ich zu seinem Kopf hoch muss. Jetzt! Natürlich werde ich getroffen. Da liegt zum Herz rum. Komm her und jetzt! Ah! Sehr gut. Oh, was macht der denn jetzt? Oh, das ist aber auch wieder ein super lustiger Bosskampf. Und jetzt? Vielleicht einfach eine Stampfattacke drauf oder so? Nein. Das ist auf jeden Fall schwer möglich. Von daher unrealistisch. Weiß es aber nicht. Nein, ich wollte... Oh. Hm. Was muss ich denn machen? Was war das denn? Hör auf, damit zu schießen! Nein! Nicht getroffen. Da ist auf jeden Fall ein geheimes Level, das ich da gefunden habe. Muss ich irgendwas... Ich
glaube, hier hinter bin ich sicher. Muss ich irgendwas mit meinem... mit meinem Hut machen? Sind das Homing? Ah, wenn die einen Homing-Effekt haben, nein, haben sie nicht. Dann bin ich immer noch so schlau wie vorher. Nein, es funktioniert immer noch so. Ich muss es nur schaffen, auch über seinen Kopf zu bleiben. Jetzt. Perfekt. Okay. Kriege ich hin. Kriege ich. Ich werde es nicht hinkriegen. Sollte ja eigentlich kein zu großes Problem darstellen. Wenn ich nicht auf irgendwelche Art und Weise blöd Schaden bekomme. Es ist ja nicht so, dass er uns irgendwie ziemlich gefährlichen Schaden macht, ne? Wenn es zielsuchende Raketen, dann würde ich sagen, aufpassen, ja? Aber es sind ja nicht mal zielsuchende. Komm! Sehr schön. So, noch einmal treffen. Jetzt müsste ich ihn haben, oder? Nein, immer noch nicht. Jetzt! Jawoll! Oh, was ein Kampf! Was ein Kampf, Leute. Wo haut's auf den Glasturm drauf? Oh, wie schön. Echt schön. Und wir bekommen einen Multimond. Didi. Didi. Das Glas ist halb voll. Haha, weil die Mission, die hieß ja, das Glas ist halb leer. Das ist schon cool. Nice. Wir müssten auch, glaube ich, schon genug Monde jetzt gesammelt haben. Es ist also ein famoser Sonnenuntergang. Und mit den Fontänen und dem Edelwasser sogar noch schöner. Aber Bowser scheint sich gar nicht mehr in diesem Land aufzuhalten. Wir müssen ihm hinterher. Nein, müssen wir eben nicht. Müssen wir nicht. Ich mache jetzt Urlaub hier. Wir haben ja auch noch 2, 4, 6, 8, 10. Doch, wir haben 12 Monde. Okay, das ist immer eine 10er-Reihe. Das hätte ich mir denken können. Ich ziehe mich gerade nur passend an, dass wir in dieses eine Haus rein können. Da Urlauber-Outfit. Nein, das musst du schon anziehen, Mario. Es reicht nicht, dir das Outfit anzugucken. So. Und dann können wir in der nächsten Folge mal in diesen exklusiven Club oder was es ist reinschauen. Wo man nur reinkommt, wenn man entspannt gekleidet ist. Oh Leute, es ist so schön. Guckt euch das an. Es gibt bestimmt auch ein schönes Thumbnail. Machen wir uns nichts vor. So Freunde, dann hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao. Ja, Mario, du bist müde. Ich bin auch müde. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht.